Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung von Cyber Hobbies Stuck 3 F8 frühe Produktion im Maßstab 1 zu 35. Den Bausatz gab es so schon von Dragon und anscheinend hat Cyber Hobby den wieder auf den Markt gebracht. Man muss dazu wissen, dass Dragon und Cyber Hobby so mehr oder minder eigentlich dieselbe Firma ist, soweit ich das verstanden habe. Also der Bausatz hat auch dieselbe Artikelnummer 6620. Wie der Dragon-Bausatz seinerzeit. Also glaube ich nicht, dass da ein großer Unterschied besteht. In letzter Zeit habe ich die Dragon-Bausätze neuerer Art größtenteils boykottiert, weil ich die DS-Ketten nicht sonderlich leiden kann. Aber hier steht ja explizit drauf Magic Tracks Included. Und das war für mich das Kaufargument, weil der Bausatz an sich mir sehr gut gefallen hat schon immer und das Fahrzeug eigentlich auch klasse ist. Also so ein F8 Stuck 3 ist einfach genau mein Ding. Wenn wir also über den Umweg Cyber Hobby zu unseren Magic Tracks kommen, bin ich da noch halbwegs versöhnlich. In dem Bausatz zum Beispiel ist jetzt interessanterweise sogar beides drin, da sind auch die DS-Ketten drin. Das ist natürlich das Optimum, da kann sich wirklich niemand mehr beschweren. Gut, dann schauen wir gleich mal rein in die Schachtel. Ja, die Schachtel öffnet so nach oben, wie man das kennt, und ist prall gefüllt mit allerlei Teilen aus Plastik und Metall, so wie man das eigentlich kennt. Da dürfte eigentlich auch nichts kaputt gehen auf dem Transport. Das ist ja Dragon typisch gelöst, dass meistens ein bis zwei Gießäste in einem Beutel drin sind. Schauen wir uns zuallererst mal die Bauanleitung an. Hier haben wir eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen, was hier blau markiert ist, geht in die Restekiste. Manche Leute mögen das, manche hassen es. Ich persönlich, ja, horte die Teile mal und weiß nicht, was ich dann irgendwann damit mache. Haben wir hier ein paar Sicherheitshinweise, Zeichenerklärung und eine Farbtabelle. Die bezieht sich hier auf Hobby Color, Mr. Color und Model Master. Das ist, ja, die übliche Auswahl, die Dragon immer trifft. Und dann geht hier der Zusammenbau los. Das ist hier jetzt ein Punkt an der Wanne, sollen hier so kleine Angüsse abgeschnitten werden. Bei vielen früheren Panzer 3 und Stuck 3 Bausätzen wurde diese Angabe nicht gemacht. Manche Modellbauer haben sich dann gewundert, wie man da die Oberwanne da aufsetzen soll. Ja, ist eigentlich logisch, dass man es abschneiden muss, aber gut, dass es hier nochmal explizit erwähnt wurde. Interessanterweise, das sehen wir später, hier sollen Foto-Ads-Teile verbaut werden, so zwei runde Bleche. Tatsächlich sind die aber zerspalten in jeweils drei Teile. Das ist ein bisschen ein Gepfriemel. Hier wird halt impliziert, dass es ja, ein Teil ist. Die Drehstabfederung kann beweglich gebaut werden. Das ist für die Dioramenbauer natürlich immer ganz toll. Ja, ein paar kleinere Änderungen müssen hier gemacht werden, wo man ein bisschen was wegschaben muss und so, aber bei weitem nicht so schlimm, wie man das bei manch anderen Dragon-Bausätzen kennt. Besonders jetzt die, ich sag mal, in den letzten eineinhalb Jahren auf den Markt gekommen sind. Dann hat es hier noch ein paar Optionen. Man kann da auch andere Teile verwenden. Je nachdem, ja, wenn man zum Beispiel ein Stuck 3 nach einem Vorbildfoto bauen würde, man wüsste ja, genau dieser oder jener Deckel kommt dahin, ja, scheint enthalten zu sein. Ja, hier kommt auch wieder Foto-Ads zum Einsatz. Das ist ein sehr nützliches Teil, was die Detaillierung doch deutlich anhebt. Ja, dann hier die Schutzbleche, kommen die ganzen Werkzeuge ran. Ja, der Wagenheber, wie üblich kompliziert, aber dafür schön detailliert. Die Mühe ist es eigentlich schon wert. Jetzt geht es hier schon los mit der Kasematte oben. Hier die MP40 mit fotogeätzten Schlaufen und Befestigungen. Das ist natürlich toll, weil das Fahrzeug hat halt große Dachluken. Die kann man halt schön sehen. Macht eigentlich schon Sinn, sich da mit dem Innenraum ein bisschen mehr zu befassen. Funkgeräte sind auch vorhanden. Da kann man, wenn man will, noch die ganzen Verkabelungen ergänzen. Hier das
Scherenfernrohr kann man eingeklappt oder ausgeklappt bauen. Sehr filigran das Ganze. Ja. Klassikteile für die Visiere und so. Hier hat man dann die Option praktisch für diesen Schutzkorb über den Optiken, einmal aus Plastik und einmal aus Fotoads. Da ist hier anscheinend auch eine Biegehilfe dabei. Das finde ich ganz gut. Da muss man sich nicht so selber abmühen, um das in Form zu bringen. Ja, Motordeck. Ja, das kennt man alles. Dann geht es hier weiter mit dem Innenraum und der Lafette. Das ist alles doch recht detailliert, aber nicht zu kleinteilig. Das finde ich ganz gut. Für die Mündungsbremse haben wir zwei Optionen. Einmal die Standard doppelte Mündungsbremse und dann diese runde einfache Mündungsbremse, wie man sie auch von dem Panzer 4 F2 kennt. Gibt ein paar Stück, 3 F8, die mit so einer Mündungsbremse unterwegs waren. Das spielt jetzt aber, glaube ich, hier in diesem Bausatz bei den Bemalungs- und Markierungsvarianten eigentlich keine Rolle, aber es liegt bei und ist prinzipiell auch möglich. Ja, Innenraum gibt sich eben recht detailliert, wie schon erwähnt. Durch die großen Luken sieht man da halbwegs was davon. Dann haben wir hier an der Rückseite noch so einen kleinen Kettenhalter. Das finde ich ganz schön. Ja, ansonsten Abschleppkabel. Das ist eigentlich ganz schön. Und hier noch spezifisch für ein Stück 3 von der Hermann Göring Division in Sizilien. Hier noch so eine Befestigung. Ich nehme mal an, das ist für die Rohrreinigung irgendeine Stange. Ja, Ketten werden aufgezogen. Die Bauanleitung nimmt jetzt keinen Bezug auf die Magic Tracks hier. Aber wie die zusammengehen, das weiß eigentlich eh jeder. Ja, und dann haben wir hier die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Da gibt es 4 Stück. Einmal Hermann Göring Division Sizilien 1943. Das ist auch das, was auf der Schachtel vorne drauf ist. Stuck Brigade 243 in Stalingrad 1942 mit einer Dreifarbtarnung. Stuck Brigade 203 Stalingrad 1942 hier in Wintertarnung, nehme ich an. Und die Stuck Brigade 904 in Kursk 1943. Das sind alles schöne Varianten, aber natürlich kann man sich da auch sehr leicht außerhalb von diesen Vorschlägen bewegen und ja, ein anderes Stuck 3 F8 bauen. Was die Bauanleitung angeht, da haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen. Die ist verhältnismäßig übersichtlich und gut aufgeteilt. Natürlich muss man immer damit rechnen, dass manche Teile falsch benannt sind oder möglicherweise auch nicht erwähnt sind. Warum das bei Dragon immer so ein Problem ist, würde mich auch mal interessieren, aber ist eben so. Also da ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Auch wenn es jetzt mal einen guten Eindruck macht, ausnahmsweise. Schauen wir uns jetzt die Plastikteile an. Hier die Unterwanne. Finde ich immer gut, dass das bei Dragon schon ja, die Seiten und alles dran ist. Das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis. Die Details sehr scharf wiedergegeben. Hier diese Stifte, wie ihr das sehen könnt, die fixieren das Fahrwerk. Wenn man das Fahrwerk komplett frei bewegen will, trennt man die einfach ab. Und dann können die Achsen sich frei bewegen, wenn man zum Beispiel ein Diorama baut. Die Unterseite auch voll detailliert, sehr scharf. Hier hat so ein Anguss, den muss man halt wegmachen. Aber ja, viel mehr ist hier eigentlich nicht zu tun. Das ist jetzt hier ein spezifischer Stuck 3 F8 Gießasch, zumindest steht es hier. Da haben wir hier zum Beispiel diese runde Mündungsbremse dran, verschiedene Schilde fürs MG und ich glaube auch für den Innenraum ein paar spezifische Teile, wie zum Beispiel die Funkgeräte oder hier so Zusatzpanzerung vorne. Recht interessant. Sehr scharf gegossen hier, wenig Befestigungspunkte zum Gießasch, zum Beispiel hier und so. Nur, ich sag mal, 2, maximal 3 Befestigungspunkte. Das finde ich, ist bei der Versäuberung
glaube ich, ganz hilfreich. Das ist hier ein Gizage von einem Panzer 3 Ausführung M. Da braucht man eigentlich nichts davon, außer diese beiden Platten, die an die Wanne gehören. Sind einfach nur Rechtecke, da kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen, außer dass sie rechteckig sind. Diese Gizage liegt doppelt bei und enthält, wie man sieht, Fahrwerkskomponenten, zum Beispiel hier die Drehstabfedern. Das ist nach wie vor eigentlich mitunter das Beste, was Draken macht. Kann man alles wirklich beweglich darstellen. Die Laufrollen, wie immer, sehr scharf detailliert. In manchen Bausatzbesprechungen habe ich auch gesehen, dass es immer ein Problem war, dass hier diese Stifte innen abgebrochen waren, aber wie man sieht, hier sind alle dran. Das spricht eigentlich für die gute Verpackung hier. Hier hat es noch so ein paar winzige Flügelmuttern, also das wertet das Modell später detailmäßig doch sehr auf. Ja, an den Laufrollen haben wir hier ein bisschen so ein Grat auf der Lauffläche. Da ist aber auch die Frage, wie realistisch bzw. unrealistisch ist das eigentlich. Also man sieht eigentlich auf manchmal auf den Fotos bei neuen Laufrollen, dass sie tatsächlich so eine kleine Borte da haben. Natürlich wird die durch die Benutzung sehr schnell abgewetzt. Deswegen sollte man das schon entfernen. Ja, hier findet man noch mehr Fahrwerksteile, wie hier die Achsen, die Schwingarme und ja, Teile, die an die Unterwanne gehören, ja, Auspuffanlage und so weiter. Ist eigentlich alles bekannt. Hier am Gizage selber ist ein bisschen grad, aber an den Teilen selber nicht. Das macht alles einen hervorragenden Eindruck. Noch ein bisschen aus der Nähe hier. Schweißnähte, sehr schön wiedergegeben. Gefällt mir sehr gut. Der nächste Gizage ist ein Standard Panzer 3 Gizage, wie man in fast jedem Bausatz findet, der auf dem Fahrzeug basiert. Da sind eine Menge Teile dran, die wir für das Modell jetzt nicht brauchen. Ein paar Sachen sind aber doch sehr essentiell. Ja, hier fällt auf, dass viel mehr zu versäubern ist. Hier sind eine Menge kleine Anhängsel an den Teilen dran. Ja, kommt mir schon mit klar. Macht halt ein bisschen mehr Mühe. Ich bin immer wieder begeistert, wie detailliert sich diese kleinen Schleppösen hier zeigen. Die machen auch immer ziemlich viel Spaß bei meinem Bau. Gut finde ich beim Draken-Werkzeug auch immer, dass die Halteklammern sehr detailliert sind, schon aus Plastik. Klar, man kann mit Foto-Edge-Teilen noch mehr rausholen, aber ich persönlich finde das für mich, für meine Ansprüche auch ausreichend. Der Wagenheber, wie immer, sehr kleinteilig, dadurch aber natürlich auch super detailliert. Diese Gizage gehört zu einem Stück 3G. Das ist auch wieder ein Gizage, wo wir so gut wie nichts brauchen, außer diese Teile hier. Hier haben wir noch mehr Kleinteile, vieles davon braucht man nicht. Zum Beispiel hier diese Nebelwurfbecher. Die sind aber immer sehr nützlich, wenn man die in der richtigen Kiste hat. Da kann man andere Bausätze sehr schön aufwerten damit. Ein weiterer Stück 3G Gizage, wo so gut wie nichts gebraucht wird. Wir brauchen eigentlich nur hier diese Teile, die aufs Mutterdeck gehören, vorne die Panzerplatte und noch ein paar andere Kleinteile. Das meiste davon geht in die rechte Kiste. Wir brauchen es uns nicht näher ansehen. Noch ein Stück 3G Gizage, hier brauchen wir aber alles. Das ist hier für die Hauptbewaffnung der Gizage. Gibt sich sehr detailliert, man sieht hier die Rückstoßzylinder und das MG34 hat auch eine aufgebohrte Mündung. Das finde ich ist echt gut detailliert. Hier haben wir jede Menge Teile für den Innenraum, zum Beispiel hier der Boden hat eine sehr schöne Anti-Rutsch-Oberfläche. Die Funkgeräte hier, die braucht man nicht, die gehören nicht in den Bausatz rein. Ja, also man kann sich hier dann auch beim Innenraum voll und ganz austoben. Endlich wieder was spezifisch für die F8 Version. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Dach hier mit diesem typischen Höcker für die Absauganlage. Antennen liegen auch bei. Das finde ich super. Hier dieses Körbchen gibt es in Plastik, aber wie schon erwähnt in der Bauanleitung gibt es auch als Foto-Edge-Teil. Hier die Schweißnähte sind sehr schön wiedergegeben und ja, ich sag mal, der Rest von der Kasematte oben, ja,
gibt sich eigentlich auch recht schön detailliert. Ist doch ein recht komplexes Teil, dass man das so gießen kann, ist oder spritzen kann, ist eigentlich schon recht beeindruckend. Hier hinten am Dach haben wir ein paar Auswerfmarken, wird man wahrscheinlich später nicht sehen, aber ich denke, den einen oder anderen wird es stören. Das sollte man dann tätig werden und es abschleifen oder verspachteln. Sonst haben wir jetzt am Innenraum eigentlich keine weiteren Mängel. Hier auch für die F8-Version Gießasch, die Schutzbleche haben eine schöne Struktur, auch an der Innenseite detailliert, das ist jetzt auch nicht so häufig. Dragon hat es vor ein paar Jahren angefangen und es machen heute nach wie vor nur wenige Hersteller. Das Motordeck ja, ist relativ blank, da kommen aber dann die meisten Teile später noch ran. Zwei Spritzlinge beinhalten Glassichtteile, hauptsächlich für die Winkelspiegel und die Optiken. Und hier haben wir auch noch für das Scherenfernrohr ein Glassichtteil. Ich habe aber gesehen, im Bausatz ist es auch als ja, graues, massives Teil drin. Also wer den Drang verspürt, das irgendwie abzukleben, die Linsen und es dann so zu lackieren, kann das gerne tun. Ich persönlich halte es davon eigentlich immer relativ wenig. Für mich hätte es auch getan, wenn es in grauen Plastik gegossen wäre. Trotzdem ist es klar gegossen, keine Fischhäute in Sicht, also Qualität ist hervorragend. Wie schon erwähnt, der Bausatz kommt mit DS-Ketten und Magic Tracks, das finde ich hervorragend. Da braucht sich wirklich keiner mehr beschweren. Ich persönlich werde die DS-Ketten möglichst schnell entsorgen. Die sind nämlich alles andere als schön. Da sind die Führungszähne verbogen, wie man sehen kann. Und überhaupt, das ist alles von der Detaillierung her alles andere als überragend. Die Fotoheadsteile befinden sich auf zwei Platinen. Hier die kleine Platine beinhaltet hier diesen Schutzkorb. Den kann man sich ja mit einer Schablone hinbiegen. Das finde ich eine super Dreingabe. Auf der größeren Platine haben wir dann die Lüftergitter. Die sind bei jedem Panzer 3 absolut notwendig, meiner Meinung nach. Ja, und dann hier diese ja, runden Stücke. Das ist das, was ans Leitrad reinkommt, wo uns der Plan weiß machen will, dass es ein komplett rundes Teil ist. Also sind sinnvolle Fotoheadsteile. Nicht jeder ist ein Freund davon, aber die hier sollten sich, glaube ich, ganz gut verarbeiten lassen. Für die Abschleppseite hat es dann hier noch so ein Stück Kabel. Habe ich schon in der Vergangenheit verwendet, ist ein bisschen zu störrisch, geht aber. Sekundenkleber und Klammern halten das dann so lang, bis es trocknet. Und dann sieht es auch gut aus, wenn man es lackiert. Der Abziehbilderbogen ist sehr klein. Es hat nicht so viele Markierungen für die Varianten, die da vorgeschlagen sind. Man könnte jetzt auch sagen, Dragon ist da ein bisschen, ich sag mal, billig. Aber gut, jeder hat, glaube ich, genügend Abziehbilder noch vorrätig, um gegebenenfalls ja, andere Varianten zu bauen, die ein bisschen mehr Markierungen haben. Ja, so kann ich jetzt aber nichts weiter Negatives sagen. Die sind gut gedruckt. Der Trägerfilm ist minimal, finde ich. Sind sehr schöne Abziehbilder. Ich denke, jeder wird zustimmen, wenn ich sage, dass Dragon hervorragende Panzer 3 Modelle anbietet. Das einzige Problem, was auftreten kann, sind einfach diese schrecklichen DS-Ketten. Das ist hier zum Glück kein Problem. Da sind halt auch die Magic Tracks dabei. Wenn die nicht dabei wären, hätte ich den Bausatz sicherlich nie angerührt. Für mich ist das eindeutig ein Kaufargument, beziehungsweise ein Nicht-Kaufargument, wenn sie nicht dabei wären. Der Bausatz beinhaltet eine Menge Gießäste von anderen Panzer 3 Varianten, was bedeutet, dass ziemlich viele Teile in die rechte Kiste wandern. Es ist aber nicht so schlimm, wie das bei den aktuellen Neuerscheinungen von Dragon ist, dass man sich eigentlich die essentiellen Teile selbst zurechtschnitzen muss. Hier haben wir doch einige spezifische F8 Gießäste mit drin, die uns diese Arbeit eigentlich abnehmen. Also ihr habt es ja auch gesehen in der Bauanleitung, man muss nicht irgendwas großartig selbst verspachteln oder bohren oder sich anderweitig zurechtschnitzen. Also da war Dragon auf jeden Fall noch nicht so faul, wie sie momentan sind. Momentan geben die einem halt einen Haufen Gießäste, die es alles schon mal gab und sagen halt ja, schnitz es dir selber irgendwie hin. Das ist hier nicht der Fall. Und da ist auch der Preis mit 55 Euro gerechtfertigt.
Man bekommt ein vollwertiges Modell, man hat zwei Kettenvarianten, man hat Foto-Ads-Teile und das Ganze ist einfach insgesamt hervorragend von der Qualität. Finde ich dann in Ordnung, da bin ich auch bereit, mein hart verdientes Geld auf den Tresen zu legen und sagen, hier, den Bausatz hätte ich gern. Bei den Neuerscheinungen, ja, fällt es mir da sehr leicht, dran vorbeizugehen. Also da freue ich mich schon drauf, den Bausatz mal zu bauen demnächst. Ich denke mal, im Laufe des ersten Halbjahres sollte ich da schon dazukommen, dass ich da mal anfange. Ich habe da ein Italien-Diorama mit vor. Ja, Diorama mittlerer Größe mit ein paar Figuren und soll so eine Stadtszene werden in etwa. Ich habe einfach eine Menge Fotos gefunden von diesen F8ern in Italien und das schreit einfach danach, dass man da ein Diorama baut. Ich finde auch, dass der italienische Kriegsschauplatz ein bisschen unterbewertet ist, weil da die Wehrmacht keine großen Siegerungen hat und die Alliierten sich auch verdammt schwer getan haben. Das wird doch ziemlich vom Ruhm in der Normandie oder auch anderswo überschattet. Ich finde aber, dass Italien an sich ein sehr schönes Land ist und für Dioramen eine Menge optischen Reiz bietet. So, das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr fandet es nützlich. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.